So, herzlich willkommen, Freunde, auf meinem YouTube-Kanal. Nach langer, langer Zeit endlich mal wieder im Vlog. Zwar nicht auf dem Mofa, Roller, was auch immer. Ich habe mir ein kleines Projekt überlegt. Meine Honda CBR 600, die ihr vielleicht aus den Edits schon gesehen habt oder auf Instagram. Die läuft nicht mehr und ich weiß halt noch nicht, woran es liegt. Das werden wir aber in dieser Videoreihe herausfinden. Ich bekomme die heute, die steht nämlich beim Kollegen, die bekomme ich heute, die bringt er mir vorbei. Und dann werde ich in der Videoreihe halt die auf Rennstrecke umbauen. Ja, 30 Jahre alte Honda CBR 600 auf die Rennstrecke bringen. Das wird was, meine Freunde. Ich stehe hier in meiner kleinen Werkstatt mit meiner Aeros. Da werden auch noch ein paar Videos kommen. Zwar nicht, wie ich die aufbaue, aber wie ich die fahren werde. Ich bin nämlich schon ein bisschen am Vorbereiten für die CBR. Hier im Hintergrund liegt mein Tank, den ich noch revidieren muss. Da ist nämlich ein Wespennest drin. Ich blende euch hier jetzt mal Bilder ein. Der ist außen sehr rostig. Da blättert schon der Lack ab und allgemein der Zustand ist nicht so gut. Den werde ich jetzt aber machen. Erstmal dieses Wespennest daraus prügeln. Ich habe mir übrigens auch eine neue Kamera gekauft, das ist die Sony Alpha 6000 für bessere Qualität auf YouTube. Ich hoffe, ihr feiert es. Genau, und dann sehen wir uns jetzt gleich, wenn die CBR da ist. Ich habe jetzt alles, was im Tank war, ich rausgeholt, das Wespennest und so. Habe schon die Schriftzüge abgemacht mit dem Heißluftföhn. Und jetzt guckt euch mal an, was alles aus dem Tank rauskam. Hier war selbst eine Eichel drin, eine Nuss. Dann hier ein Stück von dem Wespennest. Und dann noch sehr schön die Waben. Und ansonsten alles so Rost. Na gut, die Lackstücke, dadurch, dass ich das hier auf Boden gemacht habe, jetzt ein paar Lackstücke noch mit drin, vom Abkratzen schon. Dann hier auch, sieht man nochmal sehr schön, die ganzen Waben. Na, Fokus, aha. Da war echt ein Trümmer. Das habe ich jetzt hier in der Gewindestange, bin ich da so reingegangen, habe dann das Wespennest kaputt gekloppt, habe das nach hier oben gezogen und dann mit einer Spitzzange Stück für Stück alles rausgezogen. Ja, die haben sich da auf jeden Fall ein großes Nest drin gebaut gehabt. So, kleines Zwischenupdate. Mit dem Sandstrahlen hat am Anfang nicht so gut geklappt. Da das zu lange dauert, den Lack darunter zu bekommen. Hier ist voll die Beule drin, muss ich gucken, wie ich die rausbekomme. Ja, es dauert zu lange, den Lack darunter zu bekommen. Und deswegen bin ich jetzt erstmal mit der Flex dran. Hab hier auch schon gut vorgearbeitet. Hier waren die ganzen rostigen Stellen, die man am Anfang gesehen hat. Ist auf jeden Fall ein oberflächlicher Rost. Den bekommt man ganz gut runter mit der Schrubbscheibe. Also hier so ein Holz- und Stahlaufsatz für die Flex. Genau, da werde ich jetzt weitermachen und den Tank danach sandstrahlen, dass der schön eine schöne Optik hat, eine schöne Oberfläche. So, gerade ist meine Lieferung eingetroffen. Meine Honda CBR, ja, sie ist ranzig und das wird auch nicht mehr so lange bleiben. Die stand halt jetzt die ganzen, boah, ich glaube, 3 Monate oder 4 Monate stand die draußen. Stand vom Tacho, 80.000 Kilometer. Ich weiß nicht, ob das der Original-Tacho ist, weil ich habe viele Tachos gehabt. Habe irgendeinen dann genommen. Aber ich glaube, ich habe die auch mit 80.000 Kilometern gekauft. Kleine Bestandsaufnahme. Die Elektrik ist natürlich wahrscheinlich komplett für den Arsch. Muss erstmal alles trocknen. Zündschlüssel ist dabei. Oh! Oh, 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 oh. Wollen wir mal? Meint ihr, der Anlasser dreht noch?
Oh. Wild. Ja, die Batterie muss auf jeden Fall geladen werden. Ich glaube, die Sitzbank ist auch nicht fest. Genau. Ich habe ihn überall gesucht. Überall. Ja, so kommen die Dinge wieder, ne? Genau, der Tank, der ist halt eingedellt und hier ist so eine Anti-Rutschmatte halt drauf. Deswegen bin ich ja auch gerade dabei, den anderen Tank zu sandstrahlen. Das sieht mittlerweile hier so aus. Hier ist schon gesandstrahlt. Und hier halt so noch nicht, ne? Genau. Und das fliegt halt hier alles raus. Dann kommt da ein Höherlegungssatz rein, dann ist der Arsch auch was steiler. So, dann da kommt ein Rennheck kommt da drauf. Hier auf ganz professionell auch der Heckrahmen lackiert. Kappa. Wird natürlich alles auch noch schön gemacht. Hier auch richtig ranzig, Junge. Nein, das ist ein Projekt, Alter, da habe ich mir was vorgenommen, du. Gaszug. Ah. Geht eigentlich auch noch fit. Schnellt halt nicht mehr zurück. Ja. Geht langsam zurück. Genau, Bremsscheiben kommen dann auch vorne neue Beläge. Und hinten natürlich auch. Ist schon gut am Rosten. Auspuff ist ja auch kaputt gegangen. Der wird wahrscheinlich so oder so zu laut sein für die Rennstrecke. Man darf ja nur 94 oder 96 Dezibel irgendwie haben in Deutschland. Ja, das jetzt erstmal. Tank können wir glaube ich auch mal gerade runternehmen. Ja. Wie man sieht, sieht man nicht viel. Man sieht halt nur die Airbox. Und ein bisschen Ranz. Meine alten LEDs, die drunter waren. War ja als Stuntbike eigentlich gedacht. Nur den Schlauch hier hatte ich weggelassen wegen der ganzen Kabellage hier, die ich nach vorne legen musste. Wie gesagt, war ja hier auch am Anfang gar kein Geweih drauf. Also als ich sie bekommen habe schon, aber Umbau und so. Da war dann hier zum Beispiel der Sicherungskasten und die ganzen Kabel, die hier vorne jetzt liegen, waren alle hier versteckt und dann hat der Luftfilter halt direkt unter dem Tank angesaugt, anstatt hier durch die Ansaugstutzen. Kühlwasser wird wahrscheinlich aussehen wie Rotze, wenn überhaupt noch was drin ist. Ja, keine Ahnung. Also Kühlwasser ist auf jeden Fall noch drin, aber sieht jetzt eigentlich auf den dreckigen Fingern noch akzeptabel aus. CBR hat auch schon ein neues Wasserpumpenrad drin. Blende ich euch ein Video ein, wenn ich dran denke, wie es vorher aussah. Ja, dann sieht man hier noch schön die ganzen Burnout-Reste. Ich weiß auch nicht, wo die herkommen. Ganz komisches Ding. Ganz, ganz komisches Ding, weil mein Reifprofil ist ja auch eigentlich noch gut, ne? Ich weiß nicht, wo das herkommt. Genau, das war jetzt so die Bestandsaufnahme. Die tröpfelt hier jetzt noch vor sich hin, die CBR. Die stand ja die ganze Zeit draußen und wurde mir gerade gebracht. Ist draußen am Pissen, wie was weiß ich. Das wird jetzt das Projekt für die nächsten Wochen und Monate. Jetzt gleich fange ich schon an, das Geweih vorne abzubauen. Dann kommt die Airbox erstmal runter. Hinten der ganze Scheiß fliegt raus. Ich denke, ich baue den Auspuff. Baue ich auch direkt mal ab, so dass ich überall schön rankomme. Na, dann werden wir jetzt hier mal die Batterie rausnehmen. So, jetzt los hier. So. Dann erstmal hier hin. Und das war immer ein bisschen tricky bei der CBR, die Batterie daraus zu bekommen. Hier ist noch das Steuergerät. Hier drüber hängen. Jetzt muss man die Batterie von hier hinten so rüber hebeln und dann so rausziehen, weil hier ist halt dieses Stück im Weg. Das Raushebeln war auch nicht immer easy. Digga, ist komplett Ranz, Junge. Ranz. Genau, ich mach die Kamera mal gerade aus und dann sehen wir uns, wenn die Batterie draußen ist. So, die Batterie ist jetzt draußen. Ging schneller als gedacht, nachdem ich die Kamera ausgemacht habe und meinen Schlitzschraubendreher gepackt habe und so dahinter gehebelt habe, war sie eigentlich auch schon draußen. Also ich hatte es schwerer in Erinnerung, als es wirklich ist.
Ich habe jetzt die Säure eingefüllt mit Wasser und man sieht auch schon eine chemische Reaktion. Erkennt man jetzt auf der Kamera mal wieder nicht. Doch, da ein bisschen. Genau. Und das lasse ich jetzt so 24 Stunden da drin. Und dann sehen wir das Ergebnis vom Tank morgen. Ich habe jetzt den Luftfilterkasten habe ich runtergebaut. Die ganzen LED-Stripes habe ich rausgeholt. Und jetzt habe ich hier übergangsweise gerade meine Batterie, um zu starten oder beziehungsweise um einen Startversuch zu unternehmen. Ja, Strom haben wir. Ich würde sagen, jetzt fehlt einfach nur noch ein bisschen Bremsenreiniger. Machen wir mal schnell. Ja. Und jetzt.